Ja, moin Leute. 2006 gab es mal diese schwarzen MacBooks und die waren ziemlich geil. Aber jetzt könnt ihr euer MacBook auch selber schwarz machen. Der größte Vorteil dabei, es ist ganz einfach wieder abmachbar. Ich habe hier mein 2013er MacBook Air mit Plasti-Dip besprüht und naja, das Ergebnis könnt ihr gerade sehen. Plasti-Dip gibt es auf Amazon, aber auch im Baumarkt, relativ günstig. Ich verlinke es euch trotzdem mal unten in der Videobeschreibung. Und es ist im Prinzip eine Sprühfolie, die wie Farbe aufgetragen wird, aber wieder ablösbar ist. Ich habe das ganze Ding bei meinem US-Kollegen Snazzy Labs gesehen, nur falls jemand fragt. Am besten macht man das ganze Ding im Bad oder in einem Raum, der stinken darf. Das Zeug also stinkt nämlich wirklich extrem sehr, den man aber auch gut lüften kann und wo die Temperatur wirklich einigermaßen konstant ist. Den Untergrund, hier bei mir jetzt eine Badewanne, einfach mit Zeitung auslegen. Ich habe damals die gratis Bildzeitung genommen, die an dem Tag gerade reinkam. Dann etwas zwischen Display und Tastatur legen, wie zum Beispiel Küchenpapier, an der Seite abknicken, um die Anschlüsse zu schützen. Selbes gilt natürlich auch für Lüftungsschlitze und für Mikrofone, also klebt das einfach alles ab. Dann das MacBook mit zum Beispiel Scheibenreiniger, dort wo ihr es lackieren wollt, komplett frei von Fett und Fusseln und Haaren oder sowas machen. Das ist ganz wichtig, weil an solchen Stellen hält das Zeug sonst nicht und bildet dann so Blasen und das ist wirklich nicht schön. Dann fangen wir an mit einer ersten dünnen Schicht. Die lässt man ca. 30 Minuten lang trocknen, weil die ist sozusagen die Grundbasis, worauf sich das dann alles festhält. Danach kann man entscheiden, möchte ich lieber viele einzelne Schichten, die eine raue Textur im Endeffekt bilden, aber mit der Gefahr, dass es ungleichmäßig wird, weil es an den Rundungen herunterläuft. Oder man haut einfach Fett drauf, wie ich hier, dass alles verfließt. Es wird dann relativ gleichmäßig und ziemlich glatt. Wichtig ist hierbei aber, dass man auch quer sprüht, also längs und quer. Das hält am Ende im Endeffekt fester. Eine Flasche hat bei mir für dreimal besprühen gereicht und man kann es, wenn es einem nicht gefällt, natürlich auch einfach wieder abziehen. Nachdem man das dann getan hat und die letzte Schicht drauf ist, wartet man dann so lange, bis es leicht foliert ist und nicht mehr feucht, das kann man auch sehen. Und dann kann man einfach den Apfel aus der Mitte herauslösen mit einem spitzen, mit einem scharfen Gegenstand, einfach ein Stück abziehen und dann einfach die Folie raustrennen. Um dieselbe Zeit sollte man dann das MacBook auch mal wieder hochheben und mit dem Fingernagel oder einer Plastikkarte den Rand so abkratzen, dass er nur noch silber ist, wenn man das denn gerne möchte, außer man hat super hinbekommen, dass der Rand auch super schwarz ist. Dann sollte man es noch ein bisschen trocknen lassen und voilà, hier ist euer schwarzes MacBook. Bei mir ist es nicht ganz so perfekt geworden, weil ich habe meinen Apfel ein kleines bisschen zu früh rausgelöst, weil ich nicht warten konnte, aber ansonsten sieht es bei mir echt gut aus und es sollte auch einiges aushalten. Wenn nicht, kann man einfach mit der Flasche natürlich nochmal drüber gehen und eine Flasche reicht schon für etwas. Felix und ich haben für fünf Sprühvorgänge circa zwei Flaschen benötigt, aber wir hatten auch zwei MacBooks dafür. Und jetzt ist natürlich die Frage, findet ihr, das sieht geil aus? Ich finde es persönlich ziemlich geil, aber mich würde eure Meinung einfach mal in den Kommentaren interessieren. Und in der Beschreibung ist natürlich noch ein Link, wo ihr das Zeug auf Amazon kaufen könnt und es selbst probieren könnt. Und ich wünsche euch viel Spaß dabei. Und wenn euch dieser Geheimtipp, kleiner Tipp gefallen hat, dann bewertet das Video doch. Und dann sehen wir uns auch im nächsten Video wieder. Vielen Dank fürs Zugucken und bis zum nächsten Mal. Ciao.